Heute werden wir Schwertroulette PvP spielen. Jeder von uns wählt eine Farbe auf dem Rad und benutzt dann einen Gegenstand aus dem entsprechenden farbigen Lager. Dann treten wir einen PvP-Kampf gegeneinander an. Du fängst an, finde das Lager mit der gleichen Farbe wie die, die du ausgewählt hast und nimm dann den Gegenstand, der sich darin befindet, für unseren PvP-Kampf. Jetzt geht's los! Welche Farbe wird Mikey wählen? Ich habe mich entschieden, die Farbe grün. Du hast dich für grün entschieden, was? Ich bin dran. Nun denn, welche Farbe soll ich wählen? Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Tja, ich glaube, ich hab's. Welche nimmst du? Hier, diese, pink. Oh, gute Wahl. Mhm. Okay, ich bin rosa, du bist grün. Schnappen wir uns unsere Gegenstände. In jedem Lager finden wir Gegenstände für unseren PvP-Kampf. Wir werden nur die Waffen benutzen, die wir finden. Na gut, 3, 2, 1, auf! Wow! Woohoo! Moment, was ist das? Dieses Schwert hat eine geheime, besondere Fähigkeit. Ist das ein Wassermelonschwert? Was kann es überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich freue mich trotzdem für dich, Mikey. Du schaffst das. Welche mächtigen Dinge kann es tun? Das bleibt ein Geheimnis, bis der Kampf beginnt. Ich bin der Nächste. Ich habe mich für Pink entschieden, also öffne ich das pinke Lager. Pink? Das ist so eine süße Farbe. Vielleicht findest du ja auch eine süße kleine Waffe, JJ. Das frage ich mich auch. Es ist an der Zeit, die Tür zu öffnen und es herauszufinden. Ich wette, es ist niedlich. Auf geht's. 3, 2, 1, auf. Und? Ist das süß? Hä? Was? Was ist das? Das ist nicht niedlich. Hä? Nun? Ich glaube, es ist eine Art Zephyr-Schwert. Es ist überhaupt nicht niedlich. Was ist es denn? Das Ding sieht brutal aus. Ich habe es mir angesehen und es scheint eine unglaubliche Kraft zu haben. Plus eine einzigartige Spezialfähigkeit. Ich glaube, damit kann ich dich besiegen, Mikey. Die Chancen stehen gut, dass ich den Kampf gewinne. Los, gehen wir in die Arena. Fertig? 3, 2, 1. Die erste Runde beginnt. Greif mich an, JJ. Mein Schwert hat eine geheime Fähigkeit, also werde ich auf keinen Fall gegen dich verlieren. Unsere beiden Schwerter scheinen eine geheime Fähigkeit zu haben. Aber glaub mir, das Schwert, das ich gewählt habe, ist sehr, sehr mächtig. Du blöffst, um die Schwäche deiner Waffe zu verbergen, nicht wahr? Komm schon, na los, mach schon. Sei nicht überrascht, wenn du siehst, was mein Schwert alles kann, JJ. Komm schon, ich zeig's dir. Nun gut, in diesem Fall ist es an der Zeit, dir zu zeigen, was ich kann. Wusch! Was zum? Meine besondere Fähigkeit erlaubt es mir zu fliegen. Ich komme nicht an dich ran. Ich weiß, es ist großartig. Was nun? Was soll ich tun? Und runter. Das tut weh. Hey, jetzt? Halt. Fahrflucht? Das ist nicht fair. Ich kann angreifen und wieder wegfliegen. Nicht fair. So ist's richtig. Ich kann mich zum Angreifen nähern und dann wieder hochfliegen. Ich verliere keine Gesundheit. Hä? Hoch? Mikey, deine Gesundheit wird weniger, oder? Nicht wirklich. Nicht einmal die Hälfte. Warte mal kurz. Kein Problem. Was? Es ist an der Zeit, die besondere Fähigkeit meiner Waffe einzusetzen. Es ist noch etwas früh, aber ich werde es versuchen. Entschuldige mich einen Moment. Lecker. Lecker. Das ist so lecker. Juhu. Maximale Gesundheit. Dieses Wassermelonschwert stellt meine maximale Gesundheit wieder her. Kämpfen wir. Oh, tut mir leid, dass du warten musstest. Hä? Wo ist mein Schwert hin? Mikey, hast du wirklich gerade ein Wassermelonenschwert gegessen? Moment, was? Mikey, wenn du dein Schwert isst, verschwindet es. Es ist weg. Wirklich? Jupp, ich greife an. Juhu, ich habe die erste Runde gewonnen. Danke, fliegendes Schwert. Diese Laser waren zu stark und dein Zephyr-Schwert war es auch. Auf geht's in die zweite Runde. Also gut, Zeit für Roulette. Ich zuerst. Ja, sicher. Ja. Welche Farbe? Tada! Ich habe das erwischt, worauf ich gezielt habe. Das ist meine geliebte Erde. Oh, du wolltest also Erde. Das liegt daran, dass ich die Natur sehr mag. Wir wissen allerdings nicht, ob die Erdsachen gut oder schlecht sind. Okay, ich bin dran. Hm, was will ich? Hey, ich bin hier im Weg. Ich bin eine Ablenkung. Also gut. Direkt neben Mikeys Wahl. Da! Orange. In dieser Runde öffnet Mikey das Erdlager und ich nehme das Orangene. Okay, los geht's. Los geht's. Ich bin wirklich neugierig, was du bei Erde bekommst. Das wird großartig. Und los geht's. 3, 2, 1. Zeigen. Hm? Hä? Hier ist etwas drin. Da ist eine Truhe in deinem Lager. Was hat es damit auf sich? 3,
zwei, eins. Was? Es ist eine erstaunliche Waffe. Es ist ein Ei. Ups. Ein Ei? Das ist ein Geheimnis. Ist das überhaupt eine Waffe? Alles, was du hast, ist ein Ei und Erde. Das ist nicht das, was ich bekommen habe. Das ist ein Geheimnis. Du hast immer noch keine Ahnung, was meine Waffe ist. Na gut, dann ist es wohl ein Geheimnis, bis der Kampf beginnt. Es wird Zeit, dass ich das orangene Lager öffne. Mein Sieg steht bereits fest. Okay, es geht los. Auf. Was zum... Hä? Was ist das? Was? Ich glaube, das ist ein legendäres japanisches Schwert. Ich werde gewinnen. Warte, aber du wirst mich nicht alleine besiegen können. Ich meine, nicht, vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Vergiss es einfach. Alleine? Wie auch immer. Ich glaube, Mikey wird etwas beschwören. Bist du ein Hellseher? Die Frage ist, was er beschwören wird. Genau, es ist soweit. Ich bin bereit. Wir sind in Position. Runde 2 beginnt. Toll. Okay. Oh, ich fange gerade erst an. Tada! Das ist ein Zombie-Spawn-Ei. Aha, du hast es geschafft, mit deiner Erde eine Anhöhe zu schaffen, sodass der Zombie, wenn du ihn spawnst, dich nicht erreichen kann. Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung. Ich denke, ich werde jetzt ein paar Zombies beschwören, um dich zu besiegen. Ich stelle eine ganze Horde zusammen. Zusammen, wenn wir gewinnen! Das ist okay. Das heißt, Zombies gegen mein Schwert. Hey, schnappt ihn, nicht mich. Warte, was? Wow! Niemals! Nehmt das. Spezialangriff. Ah. Halt auf damit! Ja. Komm zurück! Geh! Ich werde aus der Ferne kämpfen. Nimm das! Zwei übrig? Es läuft alles auf Folgendes hinaus. Schnappt ihn euch! Nicht mich! Oh oh, ich glaube, sie sind hinter dir her, Mikey. Haut ab! Du hast die Kontrolle verloren. Okay, okay. Zeit für den dimensionalen Hieb. Das ist furchtbar! Hier, Zombies! Sie sind nicht einmal im Ring. So. Ich habe sie alle besiegt, Mikey. Zeig's mir. Ich schätze, ich werde dich mit meinen Fäusten bekämpfen. Vielleicht sollte ich dich schonen. Faust gegen Schwert ist einfach unfair. Ach, nein! Wow, es setzt Feinde in Brand. Aua, aua! Musst du ins Wasser springen, Mikey? Ich mach das schon. Sicher. Aua! Ich habe Runde 1 und 2 gewonnen. Du bist zu mächtig. Das ist nicht fair. Dieses Schwert ist stark. Gehen wir in die dritte Runde. Also gut, Mikey, bist du bereit zu wählen? Ich bin bereit. Okay. Perfekt. Lila, alles läuft nach Plan. Du hast dich für Lila entschieden? Jawohl, Lila ist mächtig. Ich kann seine Aura spüren, die violette Aura der Stärke. Nun, Lila hinterlässt einen starken Eindruck. Ich bin dran. Ah, was soll ich tun? Ich möchte eine erfrischende Farbe wählen. Das heißt, da, hellblau. Als letztes wähle ich die erfrischende Farbe des Ozeans. Schön. Na gut, los geht's. Meine lila Waffe wird super stark sein. Hä? Was? Hä? Echt jetzt? Das gibt's doch nicht. Was? Ist das? Was ist das? Ist das ein Witz? Piu, piu, piu. Tut mir leid, dass ich so übermächtig bin. Eine Laserpistole? Ist das überhaupt erlaubt? Das ist schlecht. Ich setze alles auf das hellblaue Lager. Das tut mir leid, JJ. Mikey mit einer Laserpistole. Erfrischendes Hellblau, gib mir etwas Gutes. Und auf. Hä? Was hast du, JJ? Was hast du bekommen? Komm, zeig es mir. Ich habe ein Fischschwert und ein Schild. Also gut, dann... Pistolen sind stärker als Schwerter. Ich werde gewinnen. Ich schätze, es ist ein Schwert gegen eine Pistole. Naja. Wir sind in der Arena angekommen. Ich schaffe das. Fertig? 3, 2, 1, los. Fangen wir an. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Du hast keine Chance. Nicht so schnell, Mikey. Ich werde diese Runde gewinnen. Du glaubst, du kannst dich verteidigen? 3, 2, 1, Feuer! Super. Hä? Ja, ich schilde mich. Jetzt gehe ich ein bisschen näher ran. Warte, aber du kannst nicht... Was? Verteidigen heißt nicht gewinnen. Piu, piu, piu. Gefällt dir das? Mikey, machst du dir keine Sorgen über meinen Geheimplan? Ich muss nur dein Schild zerbrechen. Viel Glück. Piu. Ich werde gewinnen. Pistolen sind stark. Ich kann auf keinen Fall verlieren. Piu. Hä? Piu. Piu. Ah, komm schon. Piu. Piu. Ja,
Meine Strategie funktioniert. Was ist passiert? Pistolen sind schwach, weil ihnen die Munition ausgeht. Jetzt lass uns kämpfen, Mikey. Ah, was? Das gibt's doch nicht. Meine Waffe hat keine Munition mehr. Ich gewinne mit einem Fischschwert. Faust, Schlag. Schlag. Oh, Schlag. Schlag. Kannst du meine Fäuste abwehren? Ups, ich hätte fast den Fisch gegessen. Ah, ja, Zeit, diesen Fisch zu essen. Ich hab verloren. Ich habe es geschafft. Du bist zu stark. Ich habe deine Pistole geschlagen. Ich habe jede Runde verloren. Ich hatte heute trotzdem eine Menge Spaß. Ich habe verloren. Ich hatte auch Spaß, aber ich habe verloren. Warte. Warte mal. Ist es okay, wenn ich dir eine Frage stelle? Ja, sicher. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Was glaubst du, ist in dieser TNT-Tür? Oh, die TNT-Tür? Ja, richtig. Ich weiß es eigentlich nicht. Wir können es uns ja mal ansehen. Komm schon. Komm zuerst zum Roulette-Rad. Der TNT-Block in der Mitte. Los geht's! Whee! Vorsicht! 3, 2, 1! Oh! Du hast es geschafft! Wow! Wow! Jetzt geht's los! Ich war noch nie zuvor in diesem Lager. Wirklich? Vielleicht ist da etwas Seltenes drin. Ich kann es kaum erwarten! Drei, zwei, eins! Auf! Wow! Cool! Unglaublich! So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein legendäres Schwert. Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen, wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.